willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich hier ein Paket, ein kleines Paket von der lieben Doris von Wohlfühlmomente. Und da habe ich mich richtig drauf gefreut. Das ist zum Teil eine Nachbestellung, beziehungsweise ich hatte was als Goodie drin, was wir nachbestellt haben. Weil da ist nämlich auch was für meine Mama drin, deswegen wir. So, als allererstes, oh, guck mal, da ist ein Stift dran. Ich mach den mal ab. So in Regenbogenfarben. Der ist ja richtig toll. Also der ist wirklich, wirklich schön. Dankeschön dafür. Dann haben wir hier wieder, liebe Eileen, herzlichen Dank für deine Bestellung. Willkommen in meiner Welt der feinen Düfte. Ich wünsche dir wundervolle Wohlfühlmomente mit deiner persönlichen Auswahl. Viele liebe Grüße von Doris. Ja, ich danke dir schon mal. So schaut meine Tüte aus. Das ist meine kleine Goodie-Tüte. Da steht Thank You drauf. Da ist jetzt die Rechnung drin. Die braucht ihr nicht. Oh, das sind viele, viele Goodies. Oh mein Gott. Und los geht's mit Cheesecake Cookie Milkshake. Ich hoffe, dass ich alles rausrieche, weil ich wirklich ein bisschen, merke ich an meiner Nase. Oh, den riecht man aber gleich. Der riecht toll. Oh, der riecht wirklich wie ein Cheesecake Cookie. Und nicht künstlich oder so. Oh, der riecht schön. Der riecht sehr, sehr schön. Also ihr kennt ja Cheesecake-Düfte, aber nicht so künstlich, sondern so richtig schön. Und dann dieser Cookie-Geruch dazu. Super lecker riecht das. So, dann geht's weiter. Oh mein Gott, ich freue mich. Ich habe diese Cola-Dingens nicht bekommen. Also da war ich zu langsam, weil mein Sohn krank war. Und ich das total verdödelt hatte. Und jetzt freue ich mich, hier ist nämlich Cola und Cookies. Ich wollte so, so gerne wissen, wie die Sachen riechen. Boah, da freue ich mich aber drüber. Boah, mega. Oh, das riecht richtig toll. Also der Cola-Geruch ist auf jeden Fall ganz stark im Vordergrund. Das riecht halt wie diese Cola-Fläschchen, aber es riecht richtig stark und richtig gut. Oh, der Cookies-Geruch, das ist so im Hintergrund. Also vorne ist diese Cola so richtig bäm. Oh, richtig toller Duft. Oh, aber der Cookies-Geruch kommt durch. Der kommt auf jeden Fall durch. Also da meint man, das passt nicht, aber es riecht total gut. Also richtig, richtig gut riecht es. Ach so, hatte ich euch das Melt gezeigt? Das weiß ich gar nicht. Weil sie macht ja da immer so richtig süße Herzchen. Die sehen immer so knuffig aus. So, jetzt. Es hat aber gedauert. Also es riecht ganz toll. Super toller Duft. Auf der einen Seite freue ich mich riesig, dass ich es drin hatte. Auf der anderen Seite, ich hoffe, vielleicht macht sie ja nochmal diese Kollektion. Riecht ganz toll. So, dann haben wir hier Cola und Rhabarber. Noch ein Cola-Duft. Oh, mega, mega. Oh. Soll ich euch mal was sagen? Ich mag gar keinen Rhabarber. Deswegen, hier ist noch eine Nachbestellung. Da ist Rhubarb drin. Meine Mama ist verrückt nach diesem Duft von ihr. Den hatte ich in meinem Paket drin. Und den hatte ich ihr dann gegeben. Aber der riecht toll. Also da, das ist so ein richtiger Rhabarbergeruch, so wie ihr das von diesem Rhubarb da kennt, von ihr. Den stelle ich hier nachher vor, vielleicht kennt den jemand. Also so säuerlich und so. Und dann riecht er aber auch wieder süß. Und dieser Cola-Geruch ist aber hier im Hintergrund. Aber passt da so richtig rein und gibt dem Ganzen auch so was Süßes, Tolles und... Oh. Sehr schön riecht er. Haben wir wieder so ein Herzchen? Also der ist auch toll. Hätte ich nicht gedacht, Cola und Rhabarber. Da habe ich gedacht, oh, das ist ja eine Mischung. Aber es riecht wirklich schön. Dann haben wir hier Cherry Vanilla Milkshake.
ist ja der Wahnsinn, der Duft. Der ist der Wahnsinn. Das sage ich euch. Das ist so ein schöner Sherry-Duft, diese Kirsche da drin. Oh, die ist wie so eine Cocktailkirsche oder so. Oh, das riecht so unfassbar gut. Oh mein Gott. Und dieser Vanille-Milchshake dazu, das ist der Oberhammer. Oh, das ist echt der Oberhammer. Das riecht sowas von gut. Oh, ich liebe diesen Duft. Ganz, ganz toll. So, dann haben wir hier Chocolate Milkshake. Was hat sie denn da vor, die liebe Doris? Kommt da vielleicht eine Milkshake-Kollektion? Oh, nee. Boah, der riecht absolut mega toll. Es riecht wirklich wie ein Milchshake mit Schokolade. Aber richtig lecker. Keine künstliche Schokolade, keine wässrige Schokolade, so eine richtig satte Schokolade. Oh. Hammer. Hammer, Hammer, der Duft. So, dann haben wir jetzt hier, was haben wir hier noch? Cola im Regen. Oh, da konnte ich mir gar nichts drunter vorstellen. Da habe ich noch gedacht, na, was hat sie denn da kreiert? Da bin ich ja jetzt auch mal gespannt, wie das riechen soll. Das riecht ja gut. Oh, das kann man gar nicht beschreiben, nach was das riecht. Das riecht unfassbar gut. Nee, also den, sage ich euch ehrlich, da hat man das Gefühl, da ist leicht was Frisches drin. Aber diese Kombi ist der Hammer. Also da hätte ich jetzt gedacht, das stinkt. Sag ich euch ehrlich, weil wie soll das riechen? Sowas gemischt mit Cola. Ah, es riecht hammer, hammer gut. Boah, der Wahnsinn. Wahnsinn. Riecht auch ganz toll. Ich weiß nicht, ob ich das Matt gezeigt habe, aber so eins hatten wir ja vorhin schon mal. Dann haben wir hier Birds Chirping oder so irgendwie. Das ist so ein Stück vom Brittel sozusagen. Oh, der riecht aber ganz schön. Ist so ein bisschen frisch, blumig. So finde ich den jetzt. So schaut das hier aus. Hat so ein bisschen auch was von der Seife. So minimal. Der riecht sehr, sehr schön. Also nicht komisch oder so irgendwie. Riecht wirklich gut, der Duft. So, dann haben wir jetzt hier noch Sandkastenliebe. Wieder ein Herzchen. Boah, der riecht ja mega toll, aber wie riecht der denn? Das riecht, als wäre da auch Cola drin. Hä, das kann ja nicht sein. Das riecht süßlich und das riecht, als wäre das irgendwas mit Cola gemischt, aber ich kann nicht sagen was, aber es riecht total toll. Hä? Das kann ja eigentlich nicht sein. Liebe Doris, was ist das? Es riecht mega toll und ich weiß nicht, was das ist. Ich kann euch das nicht sagen. Das riecht super, super toll. Aber ich weiß nicht, was das für eine Mischung ist. Also das riecht so, als wäre da Cola mit drin. Und dann haben wir hier noch ein Mystery Mix. Ein dickes, 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 fettes Bärchen. Guckt euch das mal an. Boah, was hat es denn da zusammengemischt? So schaut das aus. Oh je, die einzelnen Komponenten kann man nicht riechen, aber hier oben, das ist was Schokoladiges. Dann riecht das, als wäre da irgendwas Bäriges drin. Boah, das riecht auch wieder richtig lecker.
Aber die einzelnen Sachen kann man nicht rausriechen. Das riecht irgendwie schokoladig, vanillig, aber auch bärig. So irgendwie was. Oh. Also sie macht einfach mega Düfte, das muss man so sagen, wie es ist, ehrlich. Und das Bärchen ist sowieso mega süß. Ein dickes Bärchen hier, das passt zu mir. Ich habe auch so zugenommen, ehrlich. So. Hier steht jetzt öffnen und freuen. Da kommen wir jetzt wirklich zu meiner Bestellung. Das ist ein Duft meiner Bestellung. Und zwar ist das der Rhubarb Velvet Cheesecake. Auf den wartet meine Mama zu Hause. Aber sowas von. Die hat schon gesagt, sie soll mich beeilen, den zu bringen. Den hatte ich das letzte Mal als Probe bei mir im Paket drin. Und ich muss euch sagen, der roch da nicht so gut. Ich denke jetzt ja, warum riecht der auf einmal so gut? Also die Probe, die ich hatte, die roch richtig stark nach Rhabarber und so richtig säuerlich. Und der riecht hier einfach viel, viel besser. Oh mein Gott. Ich zeige euch mal das Bild. Und zwar schaut es so aus, ganz süß. Der riecht ja richtig gut. Ich hatte ihn meiner Mama gegeben, weil das mir zu viel Rhubarb war. Also, aber der riecht hier viel, viel cremiger. Dieser Cheesecake, der kommt gut raus. Und dieser Rhubarb ist halt eher so obendrauf, finde ich, irgendwo. Das riecht so ein bisschen leicht säuerlich, aber durch diesen Cheesecake und dieses Cremige riecht er wirklich toll, der Duft. Jetzt habe ich den gar nicht bestellt, weil ich mag eigentlich Rhubarb nicht, aber der riecht sehr gut. So, dann haben wir hier Marzipan, Schneekirsche, Dark Chocolate. Wieder diese Triple-Dinger, davon habe ich ja schon ganz, 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 ganz viele. Oh, der riecht aber gut. Also der riecht echt toll, wirklich, der riecht wirklich, wirklich toll. Also der Marzipangeruch ist ein sehr schöner Marzipan. Also so wie ich mir Marzipan auch wirklich vorstelle. Ah, der riecht toll. Und diese Kirsche dazu und die schwarze Schokolade, das passt unheimlich. Und sie hat einen sehr schönen Schokoladengeruch. Oh, der ist richtig toll, der Duft. Der ist richtig, richtig toll. Oh Mann, ey. Und davon haben wir jetzt nur einen genommen. Ich muss mit Mutti teilen. Dann habe ich hier Cinnamon Dust Lemon Puppy Seed und Buttercream. Der hat sich auch irgendwie gut angehört. Okay. Also ich muss sagen, den finde ich jetzt nicht so gut wie den anderen. Aber er riecht auch gut. Also hier hinten ist auf jeden Fall der Zimt. Dieses Lemon, muss ich sagen, das ist ganz, 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 ganz zart. Also im Allgemeinen ist der Duft, muss ich sagen, gegen die anderen, die sie so macht, extrem zart. Und diese Buttercreme, die riecht man, ist aber auch zart. Also die Kombi ist sehr schön, muss man sagen. Aber es ist eher ein zarter Duft. Dann habe ich mir hier einen neuen Kumpel gekauft. Eigentlich wollte ich davon zwei. Einen für die Mutsch und einen für mich. Aber war nur noch einer da. Ja, aber wir haben diese Sensi-Spatel. Die kennt er bestimmt auch. Also damit könnt ihr ja das Wachs auch rausmachen. Aber den fand ich einfach so süß. Ja, den habe ich dann einmal gekauft. Dann habe ich zweimal Berry Comfortable. Den hatte ich als Probe in meinem letzten Paket drin. Den hatte ich auch schon in der Lampe und der ist total schön. Oh, so ein toller Duft. So ein toller Duft. Der riecht richtig bärig, spritzig, lecker. Und süßlich. Der ist total schön, der Duft. Ganz, ganz schön. Und auch in der Lampe ist der sehr schön. Dann habe ich hier bestellt Miss Katrin, ein Mäuslein. Da habe ich schon welche gesehen, die haben glaube ich 10 von den Mäusen gekauft. Da habe ich gedacht, oh Gott, habe ich vielleicht zu wenig genommen. Oh ja, der ist ganz schön. Also der riecht auf jeden Fall nach Limette.
Das riecht man. Der riecht auf jeden Fall nach Limette. Ja, ist ganz schön. Aber ich finde jetzt den Berry besser, muss ich sagen. Und als nächstes hier Fresh Coffee. Den habe ich zweimal. Ah, erstmal ist hier eine frische Kaffeebohne drin. Und der riecht auch sehr schön. Wie frisch aufgebrühter Kaffee und der riecht nicht so herb, Gott sei Dank, weil das. Es gibt so viele Kaffeedüfte und die sind so richtig herb, das mag ich nicht. Der hier riecht wie schöner, frisch aufgebrühter Kaffee, also wie ein richtig schöner Kaffee, wirklich. So, dann haben wir hier. Oh, Miss Katrin, da hatte ich zwei. Da hatte ich zwei von. Habe ich hier gerade wieder gefunden. Da hatte ich zwei. Dann haben wir hier Iced Lemon Cookies. Der ist auch sehr schön. Oh, der ist sehr schön. Der riecht zitrisch cremig. Oh, toller Duft. Oh, richtig toller Duft. Oh, da muss ich erstmal mit Mama bequatschen, wer hier was bekommt. Mama, ich komme. So, Best of Custom Order haben wir hier. Chocolate Chip Cookie Birthday Cake und Peanut Butter Cookies. Den wollte ich auch so unbedingt. Der hört sich auch richtig toll an. Der ist auch schön. Der ist auch wirklich schön. Also so schaut das aus, das Melt. Mit Herzchen. Also diesen Chocolate Chip riecht ihr. Der Duft ist nicht so stark. Birthday Cake riecht man jetzt nicht so richtig raus, weil das da mit drin gemischt ist. Und Peanut Butter Cookie. Also ihr riecht das alles, aber das ist so eine richtige Mischung, wisst ihr? Der riecht toll. Also er riecht wirklich schön. Sehr, sehr schön riecht er. Und dann haben wir noch einen, der letzte jetzt hier. Und zwar Dark Chocolate Marzipan Sweet Peanut. Ich muss euch sagen, alle Sachen mag ich sehr gerne. Aber die Mischung, da habe ich gedacht, okay, wie wird das riechen? Also ich bin mega gespannt. Ach Gott, oh mein Gott. Ah, das ist einer meiner Favorites, definitiv. Oh, wow. Das ist sowas von Wow-Duft, ehrlich. Oh, diese dunkle Schokolade, der Marzipan und das Peanut, das ist so richtig, oh, so richtig zusammengemischt. Also, das riecht unfassbar toll. Das riecht unfassbar toll. Oh, das ist einer meiner absoluten Favoriten. Absolut, absolut, absolut. So, jetzt kommen wir auch schon dazu, was sind meine Favorites? Also, ich kann schon mal sagen, nichts aus diesem Paket fand ich schlecht. Das schon mal dazu. Also, da gab es nichts, was ich nicht gut fand. Meine Favorites ist auch sehr schwierig, weil der hier auf jeden Fall, der ist ja der Oberhammer hier mit dem Marzipan und dem Sweet Peanut. Da werde ich auch gleich gucken, ob sie den noch hat. Also, wenn die Mama nämlich was davon will, da muss ich mir den leider nochmal bestellen. Also, der ist ganz toll. Dieser Chocolate Chip Cookie Birthday Cake Peanut Butter Cookie, der ist auch sehr lecker. Dann hatte ich hier noch so einen, den hier. Ich glaube, der war es. Marzipan Schneekirsche Dark Chocolate. Der war auch sehr, 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 sehr lecker. Der Berry Comfortable, habe ich ja gesagt, den finde ich eh ohnehin schon toll. Dieser Iced Lemon Cookie ist auch wahnsinnig schön. Diese Cola-Düfte, über die brauchen wir gar nicht zu reden. Und der Kaffee war auch sehr schön. Und der Rhubarb, ja, das ist ja mit Mamas Favorites. War, wo ich sagen muss, wo ich sage, ja, der ist ganz schön, aber würde ich mir, glaube ich, nicht nochmal nachbestellen, weil die anderen, die haben mich so aus den Latschen gehauen, ist der hier.
Also der riecht sehr schön. Er riecht halt nach Limette. Aber ich habe gerade gemerkt, dass ich, glaube ich, Zitrone lieber mag als Limette. Ich habe noch nicht sehr viele Limettendüfte. Aber ich habe jetzt gerade gemerkt, dass ich, glaube ich, Zitrone lieber mag als Limette. So. Aber ansonsten ist das ein super schöner Duft. Also, das Paket ist der Hammer. Das Paket ist der Hammer, sag ich euch. Also, wenn ihr noch nicht da bestellt habt, dann macht es, sonst verpasst er was, ehrlich. Also wer Food auf Food steht, der muss das haben. Ehrlich, das ist. Ja, also, ich sage vielen lieben Dank an dich, liebe Doris, für dieses atemberaubende Paket. Das Paket ist nicht schön, das ist der Oberknaller. Also nochmal vielen, vielen lieben Dank dafür. Und euch sage ich danke fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Bye bye, ciao. Eyes of mine. What do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes.